Hallo und guten Abend miteinander. Wenn ihr bereit seid, tut euch das bitte schnell in den Kommentar rein, dass wir wissen, dass wir starten können. Ich weiss, wir haben ein bisschen Verzögerungen, darum wäre mir das wichtig, dass wir jetzt anfangen, bevor ihr alle auch bereit seid. Hallo und guten Abend. Ich sehe, ihr seid jetzt auch schon bereit. Wir können starten. Das freut mich. Heute assistiert mir der Sifu Pascal Plus. Er ist der Schulleiter von Aarau und hat den vierten Dan. So, ich hoffe, ihr freut euch auch auf den Unterricht, wie wir auch. Wir würden gerade anfangen mit der Begrüßungszeremonie. Am Leib. Weiter. Jadgogang. Igogon. Sambogon. Wir danken dir für die Lektion, Sifu. Gut. Wir fangen an mit einem leichten Hüpfen und schauen so, dass wir den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen. Könnt ihr gerade mitmachen? Dann mit Ausfallschritt. Dann seitlich. Mit der Hand, wieder mit dem Ausfallschritt. Die nächste Übung, wo wir mit der Hand und den Füßen etwas anderes machen. Und wir gehen zum Hampelmann. Ganz runter gehen und wieder rauf. Ganz runter, wieder rauf. Ganz runter, wieder rauf. Sehr gut. Und noch ein bisschen ausschütteln da. Dann zeige ich in der Zwischenzeit schon mal die nächste Übung. Also wirklich die Wirbelsäule bewegen, sodass es nicht in die Kniedehnung hineingeht, sondern wirklich die Wirbelsäule
bewegt wird nach hinten. Dann gehen wir weiter. Hindern, führen, hindern. Und die letzte von denen, nein, noch nicht die letzte, die zweitletzte. Jetzt kommen wir zur letzten. Wir stehen hier in der Mitte wieder, gehen raus mit der Hand, drehen und wieder zusammen. Raus mit der Hüfte ein bisschen dagegen heben, sodass am Schluss nicht die ganzen Beine verdreht sind, sondern dass die Wirbelsäule verdreht wird. Dann heben wir die Arme auf, einen geht nach hinten, einen nach vorne und dann kreisen. Das gleiche nachher auf die andere Seite auch. Könnt ihr gerade mit dem Pascal mitmachen. Arm draussen behalten und die Unterarm drehen, auch in unterschiedliche Richtungen, mit Seitenwechsel. Die Arm strecken, die Handgelenke drehen, auch da wieder unterschiedliche Richtungen, nach hinten und nach vorne. Dann rauf und runter. Links, rechts. Dann kommen wir nach vorne, drehen ein, jeden Finger einzeln und spicken auf. Nach innen drehen. Das gleiche umgekehrt. Finger zusammen und das Handgelenk ganz schnell noch bewegen. Die linke Hand heben und den Unterarm rein. Das gleiche nachher dann auf die andere Seite auch. Dann den Kopf auf und ab. Seitlich schauen.
dann seitlich liegen. Und den Kopf drehen. Die andere Seite auch. Mit der rechten Hand über den Kopf langen und seitlich abziehen. Die andere Seite. Vorne aber. Die Hände in die Hüfte und einen grossen Kreis machen. Das gleiche nachher auf die andere Seite auch. Richtig gross. Kopf versuchen, einen Ort zu behalten. Dann gehen wir ganz runter, strecken die Knie durch, gehen wieder ganz runter. Möglichst den ganzen Bewegungsumfang vom Knie, wie das Knie sich kann bewegen kann, nutzen. Hinten ganz runter gehen und durchstrecken. Und noch das letzte Mal, dann Knie zusammen und kreisen. Auch da in zwei verschiedene Richtungen. Zu der ersten Dehnungsübung. Dann in die Mitte. Mal ganz vorsichtig, noch nicht zu tief. So eine leichte Dehnung. Dann auf die rechte Seite. Wieder in die Mitte, mit beiden Händen zum linken Fuß. Zum rechten Fuß. Und dann rechts über. Ja, zuerst links, sorry. Und auf den Ellbogen aber, sorry. Dann wieder in die Mitte, beide Füße heben und mit dem Kopf versuchen, zwischen den Beinen durchzugehen. Und jetzt auf die rechte Seite.
Auch wieder eingetragen, mit auf den Ellbogen runter. Gut, dann geht eindrehen, die Hände zusammen. Und so tief wie möglich hin und her wechseln. Möglichst nicht aufstehen, möglichst tief bleiben. Dann so stehen bleiben und mit der rechten Hand zum linken Bein langen. Dann das Knie hinterher drücken. Dann wechseln auf die andere Seite. Dann das Knie hinterher drücken. Absitzen, das linke Bein strecken, komm mit beiden Händen übers Kreuz zum Fuß langen. Dann eindrehen. Gut, dann das andere Bein. Auch wieder zuerst über das Kreuz den Fuß heben. Und eindrehen. Dann beide Füße führen, beide Beine strecken und beide Füße heben mit der Hand. Versuchen, führen zu kommen mit dem Oberkörper. Dann innen durchheben. Aussen durchheben. Gut, dann Beine spreizen. Und zuerst mal einfach so weit führen wie möglich, so weit führen drücken.
Hi Sergei, hallo Sergei von Russland, sehr gern. Dann zum linken Fuß. Zum rechten Fuß. Dann nochmal versuchen, ein bisschen weiter auseinander zu gehen. Und vorlehnen versuchen. Gut, dann die Füße zusammen. Näher am Körper ziehen, möglichst näher, und dann die Knie abdrücken. Dann den linken Fuß heben und strecken. Dann den rechten Fuß heben und strecken. Dann über das Kreuz. Und der andere Fuß. Gut, dann Schneidersitz machen. Die Hände zusammen. Und aufstehen, ohne Hände. Wir gehen gerade weiter mit den Schwingern. Ich bin sicher, die kennen den mittlerweile. Wir machen das zuerst links und nachher dann später rechts. In eine höhere Scherenstellung gehen. Die Arme sind gestreckt, die Finger sind zusammen, zeigen zum Himmel. Und Zehn, elf, zwölf, dreizehn,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und abschliessen. Sie von Kevin Preston von der USA. Hallo. Hey, du kennst ihn auch. Sie von Kevin Preston. Hallo, Sie von Kevin. So, wir gehen gerade weiter. Sapin Ma. Ritterstellung. Schau, dass er gerade steht, dass er tief steht. Die Hände haben da vorne auf einen Punkt fixiert. Schau, dass die Arme angespannt sind. Die Ellbogen tief unten sind. Brust, Rücken, Schultern, alles angespannt und tief. Bereit? Hey. Fokussiert auf einen Punkt, tief abatmen in den Unterbauch. Arme sind angespannt, Schultern, Rücken, Brust, alles angespannt. Beine sind sowieso angespannt von der Stellung. So der ganze Körper wird stärker. Gleichzeitig unseren Geist fokussieren auf einen Punkt. Durchheben. Ich zähle von 10 rückwärts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und abschliessen. Schwinger auf die andere Seite, wieder gestreckte Arme, die Finger zeigen nach oben, das Bein anschwingen. Schau, dass ihr über eure eigene Schulterhöhe kommt. Die Arme sollten sich möglichst nicht bewegen. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und abschliessen. Das Chi zurück zum Unterbauch. Wir starten gerade wieder mit Sapin Ma. Tigerhand, kommt rauf, führen, reissen, Handgelenk beugen, hinterher reissen,
und wieder schlagen. So, eins, zwei, drei, vier. Und der Sound dazu ist wah, 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 wah. Ich weiss nicht, ob ihr könnt schreien bei euch daheim. Wenn es geht, probiert es. Der Sound u, a, wah. Probieren, Reiterstellung. Dicke Pranken, reissen mit den Fingern, sodass alles hier auch gebraucht wird. Und eins. Geht eine Bewegung. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Eins, zwei, drei, Kraft drin, richtig Power drin, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und abschliessen. Für die nächste Übung sind die Füße fast zusammen, vielleicht einen Zentimeter auseinander. Wir starten hier oben, gehen hier runter, direkt nicht so vorne durch, das ist ein häufiger Fehler, sondern wir gehen hier auf der Seite runter. Bewegung heisst, oder ist übersetzt so viel wie eine Gans, die mit der Federn schlägt. Also die Bewegung muss ganz schnell sein. Wir gehen da oben und gehen führen. Von da oben, runter führen. Runter führen. Biu-ging, Biu-chi. Und der Power, der richtige Power, Biu-ging. Schauen, dass wir ein bisschen, nicht dass wir so machen, sondern ein bisschen höher sind mit den Fingern. Ich hoffe, ihr seht das. So da. So, nicht das da machen, sondern leicht höher mit den Knöcheln. Und das Ziel ist natürlich zum Beispiel die Augen. So, nicht da unten schlagen. Von da oben. Hopp. Das ist eine Bewegung. Und ihr geht selber gerade wieder zurück. Ihr seht, wie es der Pascal macht. Bereit? Gerade hochgehen, genau. Etwa einen Zentimeter auseinander mit euren Füßen. Und eins. Zwei. Drei, vier, so ein Flügelschlag, aber am Schluss natürlich kontrolliert, nicht schwadern da, sondern hopp, eine Bewegung. Fünf, sechs, sieben, acht, daran denken mit den Fingern, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Daran denken, nicht rein durchgehen, schön auf der Seite bleiben. 1, 2, 3, 4. Das sind zwei verschiedene Kräfte. Das ist wie so ein Flügel und das ist direkt gerade Kraft. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und abschliessen. Das Ski zurück zum Unterbauch. Allenfalls ein bisschen verneigen. Das Ski da. Gut schnaufen. Okay, gehen wir weiter. Sepin Ma. Byuchi haben wir jetzt gerade gehabt. Hm? Jump-Q. Byuchi, Jump-Q. Byuchi, Jump-Q. Byuchi, Jump-Q. Byuchi, Jump-Q. Kurze Bewegung, runter, führen, runter. Hm? Führen, runter. Schnelle, kurze Bewegung und ihre super Ritterstellung. Solid stehen, richtig stehen. Knie und Füße sind eine Linie. Probieren wir. Sepin Ma, Ritterstellung. Jump-Q, Byuchi. Okay. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, der letzte mit Superkraft. 10. Gut, und abschliessen. So. Jetzt gehen wir weiter, machen den Schritt von der Gunji. Ihr habt es gemerkt, wir sind die ganzen Übungen aus der Gunji von machen. So Sepin Ma. Ein bisschen führen gehen, nicht zu weit. Die meisten gehen zu weit führen, es ist nicht zu weit. Über, Scherenstellung, rauf, Kranichstand, kicken mit dem Fersen, Sepin Badfan. Eindrehen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Diuma. Oben runter und wieder führen. Und dann gehen wir wieder retour in die Ritterstellung. Wir machen das gleiche auf die andere Seite. Wir sind da, kommen rauf, kicken. Sieben Bad Fan. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Rauf, runter, führen. Und wir kommen wieder retour in die Ritterstellung. Habt ihr euch vielleicht nicht merken, macht nichts. Der Pascal weiss es, er kann das. Bereit? Sepin Ma. Okay. Wir fangen zuerst mit dem linken Fuß an, der zuerst führen geht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 1, 2, 3, 4. 1, Diuma, Katzenstellung. Vorne kein Gewicht. 2, 3. Und Retour in die Ritterstellung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und wieder retour. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 9, 10, 11 und retour. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, retour, jawohl. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, retour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, retour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, retour, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, und abschliessen. Ich hoffe, ihr könnt das auch mitüben. Wir machen jetzt die ganze Gunjifog von Kühn bis zu dem Teil, den wir am Dienstag gemacht haben. Wir fangen da hinten wieder an. Daran denken, dass wir hinter euch im Körper sind. Da auf und zu. Beim Aufkommen, wo wir näher sind, schneiden. Der Ellbogen bleibt an Ort. Kreuzen. Schauen, dass da die Ellbogen auf Gurthöhe sind. Aufmachen. Anfangen zu schaffen mit der Spannung, mit den dynamischen Spannungsübungen. Haben wir alles geübt, die letzten Online-Unterricht. So machen wir den ganzen Teil wieder durch. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die eine Hand drückt raus, die andere drückt rein. 9. Aufmachen, 10, mit Kraft die Muskeln anspannen, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, ja, genau, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey! Gut, jetzt wieder abschliessen. Machen wir gerade nochmal. Bereit? Hey! Und 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und abschliessen. So, letzter Durchgang. Bitte, wenn ihr für euch übt, ihr könnt ja das immer wieder spulen, hinter und führen, entweder bei uns auf YouTube oder da auch auf Facebook. Das sollte nachher auch gehen, wenn dann die Live-Übertragung abgebrochen ist, also beendet ist. Könnt ihr das immer wieder anschauen. Übt das mehr als nur dreimal. Ihr müsst das wirklich üben. Das ist ganz, ganz wichtig. Braucht einfach seine Zeit, bis das wirklich verinnert ist. Ihr merkt vielleicht auch, dass ihr da den Unterarm spürt, die Beine natürlich sowieso. Und wenn dann die Beine mal gut sind, spürt ihr eigentlich euren Oberkörper, wenn er stärker wird. Und das ist gut so. Er soll stärker werden. Wir machen den letzten Durchgang. Nachher kommt der Kraftteil. Dann am Schluss natürlich eure T-Runde, respektive unsere T-Runde, alle miteinander, unsere ganze Online-Community, dass wir miteinander noch einen feinen Tee trinken. Ihr könnt Fragen stellen, machen wir. Okay, bereit? Hey. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, angespannt die Arme, Power drin tun, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und abschliessen. Gut. Wir gehen zum Kraftteil über. Machen noch ein bisschen Liegestütze, noch ein bisschen Rumpfbeugen. Soll ich es euch noch mal schnell zeigen? Okay, mache ich. Also, die Liegestütze, im Idealfall, machen ihr alle so. Ganz runter, Brust berührt den Boden. Und ihr könnt unten auch noch kleine Pausen machen, für die ganz Starken. Wenn das nicht mehr geht, gehen wir auf die Knie. Machen auf den Knie weiter. Wir gehen immer noch ganz runter. Brust berührt den Boden. Bei mir ist das Mikrofon den Boden berührt, aber ja. Und nachher tun die Knie auseinander und machen genau das Gleiche. Wenn das nicht mehr gächte. Aber ich weiss, ihr seid mittlerweile so stark, dass ihr wahrscheinlich alle super gerade macht, ohne Knie am Boden zu tun. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren dann schreiben, ob ihr länger durchheben mögen als der Pascal. Oder eben auch nicht. Gut, bereit? Ja, musst hindern. Ja, bis auf. Genau. So, seid ihr auch bereit? Und eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt eine Pause machen, auf die Knie, die Arme bewegen. Schauen, dass ihr da ein bisschen in die Dehnung reingeht. So die Brustmuskeln ein bisschen dehnen. Ich weiss nicht, ob sie schneller gewesen sind als du. Bin mir nicht sicher. Und ob sie länger gerade gewesen sind oder nicht. Ich weiss es nicht. Gehen wir mal davon aus, dass nicht. Der Gregorio sagt Hallo. Ja, hallo zurück. So, okay. Nächste Serie. Bereit? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, 18, 19, 20. Und wieder eine kurze Pause. Schnell ein bisschen dehnen. Schauen Sie, dass hier die Brustmuskeln ein bisschen dehnen. Wenn ihr das richtig gut mitmacht, dann habt ihr morgen oder übermorgen, wahrscheinlich eher übermorgen, Muskelkater. Okay, ready? Gut, die nächste Serie. Bereit? Und eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, gut. Und wieder ein bisschen dehnen. Jetzt kommt dann die letzte Serie. Schnell ein bisschen bewegen. Schon anfangen zu überlegen, was für Fragen ihr könntet stellen. Wir sind nicht mehr weiter weg zu der Fragerunde. Nachdem machen wir noch Rumpfbügel. Dann ist schon die Abschlusszeremonie. Dann kommt dann Tee. Gut. Nächste, letzte Serie. Nochmal 20 Stück machen wir. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und der letzte, 20. Ja, wunderschön. Wir drehen gerade um auf den Rücken, Hände hinter die Ohren. So, schau, dass die Füße etwa so 45 Grad wegschauen vom Körper und nur eine kurze Bewegung. Nicht zu weit auf, aber die Schultern immer schön weglupfen vom Boden. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, noch 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, super. Gut. Könnt ihr auch mitmachen. Wir machen die Abschlusszeremonie, das Ende der Lektion. Kannst du noch ein bisschen? Ja, genau. Super. Hanglei. Kuaidei. Yatkogang. Igogang. Sangogang. Danke für die Lektion, Sifu. Danke dir, Pascal, vielmals für die Lektion, was wir da hast können assistieren. Super, danke vielmals. Möglichkeit, Sifu. Gut, wir sind schon ready für die Teerunde. Ich hole gerade den Tee. Also wenn ich jetzt schnell nicht im Bild bin, nicht weggehen, ich komme gerade wieder. Pascal holt, glaube ich, das Tablet. Sehe schon, der Fabian hat schon die erste Frage, eine gute Frage. Er fragt. Hast du sie noch nicht gesehen? Okay. Er meint, dass wir im Kung Fu nie die Arme durchstrecken, Beine durchstrecken. Mhm. Und doch machen wir das beim Aufwärmen, beim Beugen und beim Strecken ganz explizit. Mhm. Was so der Grund ist. Das ist eine gute Frage, Fabian, das machst du sehr gut. Zuerst mal danke schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast fleissig mittrainiert. Ich komme so schon wieder zurück ins Bild mit T-Set.
Das ist ganz eine einfache Antwort, Fabian. Aber ich finde es trotzdem eine gute Frage und natürlich eine berechtigte Frage. Der Grund ist, weil der Bewegungsumfang vom Knie trotzdem muss trainiert werden. So in beiden Richtungen, so nach oben ganz beugend, aber auch nach oben ganz durchstreckend, ist natürlich richtig und wichtig, weil es die Bewegung gibt. Aber im Normalen stehen wir nie mit gestreckten Beinen da, weil wir auch unseren Rücken entlasten wollen. Es ist eigentlich nicht natürlich, dass wir mit durchgestreckten Beinen anstehen, wie wir das heute halt viel machen. So, ich muss zuerst das T-Set schnell reinigen. Der Pascal kann das hier da weiterlesen, was da an guten Fragen kommt. Robert Götze sagt Hallo an uns beiden. Hey Robert, das hat funktioniert. Aus irgendeinem Grund sehen wir deinen Kommentar. Er ist immer am Fragen und Machen und Tun, aber nie sehen wir seinen Kommentar. Champi lässt auch grüßen. Hey Champi, hallo. Robert fragt dann, ob du Sifu auch zu deinem Sifu gehst lernen und wenn ja, wann war das letzte Mal? Robert, das weißt doch du. Natürlich kann ich immer wieder zu meinem Sifu lernen. Und wenn das letzte Mal, ja immer, wenn ich ihn sehe, versuche ich noch irgendwo rundherum meine Lektionen auch zu kriegen und von ihm zu lernen. Das letzte Mal war, glaube ich, Shaolin-Tour, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder haben wir uns nachher noch in Baltimore gesehen? Ich glaube, wir haben uns nachher noch in Baltimore gesehen. Und bei uns ist halt vieles so, dass der Unterricht nicht mehr, jetzt weiss ich, wie technisch immer ist, sondern vielfach sind es Prinzipien oder philosophische Sachen oder so, wo ich mit ihm diskutiere oder ihn frage. Oder, ja, geht dann halt vieles so ein bisschen in diese Richtung. Aber mein Sifu ist für mich so wie mein Vater. Also wir haben eigentlich quasi wöchentlich Kontakt. Meistens hören oder sehen wir oder schreiben wir einander zwei, drei Mal in der Woche. Manchmal kürzer, manchmal länger. Es kommt halt immer so ein bisschen darauf an. Aber es ist eigentlich so ein bisschen das Übliche. Beantwortet das deine Frage? Und was sind die weiteren Fragen? Fabian Käppeli sagt Danke. Sehr gern, Fabian. Dann fragt Alexandra Wiedmer aus Bern, da sie ein Bürogummi ist. Hallo, Alexandra. Und sie vermisst ihren ergonomischen Arbeitsplatz und fragt, ob es ein Rezept gibt, wie man die Muskeln geschmeidig abhalten und nicht verspannen lässt. Ja. Also wenn du jetzt fragst, was sie im alten China gemacht haben, gegen Büroarbeitsplatz am PC, dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weil es das im alten China so gar nicht gegeben hat. Was kannst du machen, ist, und ich glaube, der Tipp ist jetzt nicht spezifisch vom Kung Fu, ist halt versuchen, alle Stunde oder so aufzustehen, dich ein bisschen zu bewegen, durchzustrecken, schauen, dass du ein bisschen, vielleicht so Aufwärmübungen oder so machst, um dem möglichst entgegenzuwirken. Es ist halt, das weißt du sicher, das ist jetzt nicht irgendwie eben tiefes Kung-Fu-Wissen oder so. Es ist halt nicht sehr gut, so viel zu sitzen. Aber du kannst ja wahrscheinlich nicht viel anders machen. Aber ja, versuch das Beste. Und ich weiss, du bist ehrgeizig und du trainierst sicher sonst auch hart und genug. So, mach mir da nicht so Sorgen. Robert sagt auch Danke. Sehr gerne, Robert. Wartet auf die nächste Frage. Ja, wir warten auf den ersten Tee, Pascal, oder? Unbedingt. Ich sehe schon, wie du da drauf schaust und ja, ein Tee. Sorry, aber einen guten Tee braucht halt gerade einen Moment, gell? Vorfreude ist doch bekanntlich die schönste Freude. Noch eine Frage? Keine Frage. Gut, dann gibt es halt Tee. Danke für den Sifu.
Danke dir vielmals, Pascal. Danke für deinen Einsatz. Zum Wohl auf eure Gesundheit. Danke, Sifu. Zum Wohl. Einfach nicht gerne Kräutchen im Mund. Ansonsten ist es aber gut, ja. Aber du hast auch nicht gerne Kräutchen im Mund. Hm? Bist du dich am Erholen? Ist schon noch streng gewesen, oder? Gerade zwei Lektionen nacheinander. Ja, es geht auch zu Bestand sein. Das ist eine Herausforderung, ja. Jetzt kommen ganz viele Fragen. Schau mal. Wow. Jetzt aber. Langsam. Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, wo anfangen, oder? Ja. Der Juri fragt. Hey, hallo Juri. Hallo. Hallo. Ja, uns beide. Wie würdest du das Verhältnis zwischen Kraft und Training und Stretching verorten? Vielleicht du das der Juri erklären, was für Arten meint. Das verstehe ich jetzt nicht. Was würdest du eher empfehlen, sie für Flexibilität oder Mobilität? Pascal, was gibst du da für eine Antwort? Du kennst den Juri. Kannst du uns das genauer erklären, Juri? Ich verstehe das Wort nicht ganz. Auf wegen Ver... Ver... Verorten. Verorten, wenn man das wahrscheinlich verraten. Kannst du mir auch... Und was du verstehst und was du als Unterschied siehst zwischen Flexibilität und Mobilität, erkläre ich, verstehe nämlich so die Frage nicht, was genau du meinst. Der will der Dominik lässt auch grüßen. Hallo Dominik. Danke für die Lektion. Und hat wieder eine Frage zum Atmen. Wie würde das idealerweise funktionieren? Er fragt sich, ob er eine Bewegung hätte. Ist es dann zu jeder Bewegung oder jedem Schlagtritt? Oder sollen wir lernen, unabhängig voneinander können zu atmen, gerade wenn man irgendwann schnell schlägt? Dominik, du machst dir viel zu viel Sorgen. Gell, macht sich zu viel Sorgen? Ja. Hilfst du ihm? Die Standardantwort, die ich von Sifu über die Jahre bekommen habe, zu dem ist, bleibt natürlich. Jetzt Standardantwort? Jetzt hat die Antwort, sagt ihr genauso viel, wie mir das Iris gesagt hat. Du hast mich gefragt, was ist denn natürlich? So, natürlich heisst, dass du dir nicht, dass du dich nicht in eine Atmung hineinzwingst, wo du eine Bewegung aufzwingen willst, sondern eine ruhige Atmung kannst behalten, während du den Fokus auf die Beinbewegung, die Armtechnik und auch die kämpferische Anwendung kannst behalten. Das ist jetzt sehr gut erklärt. Besser als meine Standardantwort. Nein, Dominik, ja, er hat recht, Pascal. Es ist genau das. Du brauchst halt mehr Übung und wenn wir halt 100 Schläge oder 100 Schwinger oder 100 weiß ich was machen, oder, dann ist es eine Frage von der Ausdauer natürlich, die da dahinter dann auch steckt. Und in der Form innen, wenn wir jetzt von einer Gunji-Fokfokhühner reden, dann sollst du natürlich bleiben. Und natürlich ist es bei einem Kraftaufwand, wie Stossen, Schlagen etc. eher ein Ausschnaufen. Du wirst kaum einschnaufen, wenn du schlägst. Dann der Thomas Brü wieder laut auch grüßen. Hey Thomas, hallo! Er hat eine Frage zum Alter von Kunden. Alter? Ja. In deinem roten Buch, um von den Geheimnissen, soll. Danke für die Werbung! Soll an einer Stelle, statt dass vor 5000 Jahren das angefangen hat, an einer anderen Stelle soll ein bruchstückhafte Information aus der Zhou-Dynastie, 1000 bis etwa 400 v. Chr., wo auf eine hochentwickelte Kampfkunst hinweisen, was dann etwa 3000 Jahre her ist. Das eine ist hochentwickelt und die ersten Aufzeichnungen und das andere ist das, was Geschichte erzählt, wann das angefangen hat. Hm? Ja, bitteschön. Ich dachte, jetzt etwas will ich ergänzen. Zum Wohl. Ich hoffe, das hat er schon gelangt, Thomas.
Auf jeden Fall ein paar tausend Jahre alt. Auf jeden Fall sehr, sehr alt. Und was wir davon nehmen können, ist, dass es sicher schon approved ist. Ari und Patrick, grüßet. Bedankt Hallo. Für die Lektion nach einem harten Arbeitstag. Sehr gern. Sind in dem Fall am Arbeiten? Okay. Der Dirk fragt. Hallo Dirk. Jetzt geht es richtig los. Da. Nein. Keine Frage. Keine Frage, bedankt sich nur ausführlich. Herzlich für die Lektion. Sehr gern, Dirk. Mich freut das mega, dass ihr alle so fleissig und müde sind und weiter trainiert. Gefällt mir, finde ich toll. Ich bin echt stolz auf euch. Der Fabio Oswald bedankt sich für die Lektion. Hallo Fabio, sehr gern. Und fragt, über welche philosophischen Sachen du mit deinem Lehrer, mit Jüchling, kennst. Meistens sind es Prinzipien von unserem System und die stehen da hinten auf diesen roten Tafeln. Und keine Angst, ein Chines versteht auch nicht mehr, als jetzt du gerade siehst oder verstehst. Zum Wohl, Pascal. Es hat halt viele Sachen, die in Verbindung stehen zwischen Körper und Geist. Und was, wenn du es ausübst, auch einen philosophischen Zusammenhang hat. Und das ist jetzt so, als am Anfang ist das natürlich noch ein bisschen kompliziert und ein bisschen befremdlich, aber es hat da Verbindungen, also der Körper und der Geist haben definitiv eine Verbindung und wenn du häufig etwas mit deinem Körper machst, hat das eine Folge für deinen Geist, für dein Innenleben, für deinen Charakter und das widerspiegelt sich auch in unseren Prinzipien. So ein Prinzip hat auch mit einer Geisteshaltung, mit einem philosophischen Hintergrund zu tun. Aber es macht jetzt nicht viel Sinn, wenn ich dir jetzt da in die Tiefe versuche, irgendetwas zu erklären. Erstens wegen der Zeit und zweitens, weil natürlich unten dran noch Stoff fehlt. Aber ich hoffe, irgendwann kann ich mit dir darüber philosophieren. Der Jonas Giselle. Hallo Jonas. Danke für die Lektion. Sehr gern. Ich hätte eine Frage und möchte wissen, wie dein Lehrer auch jeden Tag etwas Neues dazu lernen und falls ja, wie er das macht, ob er bestimmte Techniken weiterentwickelt. Okay, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Du musst dir halt so, ein bisschen so vorstellen, Kung Fu ist prinzipienorientiert. Und je besser du Prinzipien verstehst und Zusammenhang verstehst, desto klarer werden dir Sachen. Und es geht dann nicht darum, eine neue Technik zu finden. Das ist, wenn so ein Stil oder so ein Kung-Fu ein paar tausend Jahre alt ist, ist das relativ unwahrscheinlich, dass dir jetzt eine neue Technik in den Sinn kommt. Weil wir haben zwei Arme, zwei Beine und ich denke mir, über so lange Zeit ist wahrscheinlich mehr oder weniger alles erfunden worden, was Sinn macht. Es ließ sich ja irgendwo durch auch mathematisch quasi definieren. Und nein, es geht nicht um die in die Richtung, sondern es geht darum, das Prinzipien besser zu verstehen, besser anzuwenden, besser zu verstehen, wie was gemeint ist. Und ich kann dir versichern, Hungar hat eine enorme Tiefe. Tiefer als manche Leute denken, die schon 20 Jahre Hungar machen. Und es gibt Tee. Ich komme. Dominik bedankt sich für die ausführliche Antwort. Sehr gern, Dominik. Jetzt, du hast für vom Juli. Das ist jetzt deine erste Frage. Wie viel Masse sollte man im Verhältnis zum Krafttraining denn auch denen als eigenständiges, in Anführungszeichen, Schlusszeichen Training machen? Ich weiss, Juri, dass du selber sehr aktiv bist, sportlich, dass du dich sehr viel bewegst. Und es kommt halt einmal darauf an, wie du bist. Nicht jeder Mensch ist gleich. Nicht jeder Mensch hat die gleiche physische Verfassung. Und darum ist es schwierig, wenn ich dir jetzt sage, ja, auf dreimal Krafttraining, zweimal dehnen, dann mag das auf dich zutreffen, aber vielleicht auf ihn überhaupt nicht. Und darum kann ich dir da jetzt nicht ein Ratio geben, ein Verhältnis geben. Und du musst es so ein bisschen wie auch selber spüren.
Sorry, dass ich dir jetzt nicht... Ich weiss, du hättest am liebsten, ich dir sage, viermal Krafttraining, zweimal dehnen oder umgekehrt. Kann ich dir aber so nicht sagen. Wir sind Menschen und Menschen sind halt individuell. Wir sind nicht Maschinen, sondern eben wir sind Menschen. Und der Pascal ist nicht ich und du bist auch nicht ich und ich bin auch nicht der Pascal. Und so sind wir halt unterschiedlich. Und ich kann nicht so ein Statement abgeben. Ich hoffe, du verstehst es. Pascal? Also ich bin nicht du und du bist nicht ich. Sehr gut. Wie findest du? Das war langsam gut vom Geschmack her. Okay. Er hat so einen Peak gehabt, hast du es gemerkt? Zuerst war es so ein bisschen okay gewesen. Dann ist er fast ein bisschen bitter geworden, so ein bisschen unangenehm. Dann ist er gedacht, jetzt wird er richtig gut. Ja. Das ist die zweite Frage von Juri. Mhm. Flexibilität ist maximale Dehnung durch externe Kraftwirkung, zum Beispiel durch Knie rausdrücken. Mobilität und maximaler Bewegungsradius durch eigene Kraft. Und dann ist die Frage, welches ist deiner Meinung nach das effizientere, wirkungsvollere Rezept? Die Frage kann ich doch dir übergeben, ja. Oder? Also. Ich weiss, dass jetzt eine gute Antwort kommt, Juri. Zum einen will ich das nochmal wiederholen, was Sifu vorher gesagt hat. Dass das sehr spezifisch auf dich dann zugeschnitten ist, wo du selber musst experimentieren und für dich die richtige Mischung finden. Der zweite Aspekt ist, was möchtest du gerade aktuell aktiv verbessern? Wo möchtest du den Schwerpunkt legen? So, wenn du den Schwerpunkt auf, wie definierst du das, Flexibilität aktuell hast in deinem Training, dann wird dort der Schwerpunkt liegen. Ich sehe die Mischung aus diesen beiden Aspekten. Sehr gerne. Wir müssen da immer so ein bisschen hin und her schieben. Zwei Meter Abstand, du Gigo. Christoph Trösch bedankt sich für den super Unterricht und fragt, ob du Sifu bis im Chinesisch durch die Jahre kannst. Wie müsste sich das vorstellen? Das habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Ob du fließend Chinesisch gelernt hast über die Jahre. Aha. Also zuerst mal Hallo und danke vielmals, dass du da dabei bist und mitmachst. Und nein, also du redest wahrscheinlich davon, wie ich mit meinem Lehrer rede. Mein Lehrer redet glücklicherweise Englisch. Und wir sind weitgehend am Englisch miteinander reden. Ich kann ein bisschen Kantonesisch. Für ihn ist das die Muttersprache, aber ich habe gerade so viel Kantonesisch, dass es irgendwie... Es ungefähr langt. Und ich vergesse auch immer wieder vieles, bis ich wieder irgendwie in Hongkong bin für eine gewisse Zeit. Also wir machen das auf Englisch. Asiatisches Englisch, selbstverständlich. Fabio Oswald bedankt sich für die Antwort. Sehr gerne. Hat das schön und aufschlussreich spannend gefunden. Und ich würde es spannend finden, eines Tages mit dir können, darüber philosophieren und dürfen. Klar. Dankeschön, Sifu. Sehr gerne. Wir kommen richtig gute Fragen. Hm? Mhm. Zum Wohl, auch Community. Ihr seid sicher auch beim Tee. Anmerkungen.
jetzt tak, 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 tak. Juri schreibt, bedankt sich für die ausführlichen Antworten. Und schreibt noch, er sei nicht auf der Suche nach einer Zauberformel gewesen. Und die Antworten, die er bekommen hat, langen ihm völlig aus. Gut, freut mich, Juri. Die Zauberformel. Pascal, das ist wahrscheinlich der Letzte, so nach Intensität zu beurteilen. Jonas Giselle bedankt sich für die Antwort. Sehr gerne, Giselle. Ich halte es für einen schönen Gedanken, das Leben lang jeden Tag etwas Neues dazu lernen zu können. Ja. Und Giselle, das geht bei unserem Kung-Fu. Geht natürlich sonst im Leben grundsätzlich auch. Es gibt ja immer irgendetwas, was man noch nicht kann. Es gibt ja eigentlich grundsätzlich mehr, was ich nicht weiss, als das, was ich weiss. Und das ist ja auch ein schöner Gedanke, das zu wissen. Für so kann ich wirklich immer mehr lernen. Christian Lüthold bedankt sich für den Unterricht. Christian, sehr gern. Und spricht Tierimitationsstil an. Er erwähnt, dass jedes Tier etwas einem von den fünf chinesischen Elementen zugeordnet ist, mhm, und fragt, ob sich die Tiere im Kampftyp oder der Anwendung unterscheiden. Ja, selbstverständlich, ja klar. Selbstverständlich, jedes Tier hat eine andere Charakteristik, eine andere Art von Angriff und eine ganz andere Kampfstrategie dahinter. Sonst wäre ja alles das Gleiche. Nein, es ist ganz differenziert. Es hat gerade so ausgesehen, als würden jetzt 20 Fragen aufpoppen. Das sind gerade die Fragen, die wir beantwortet haben. Jetzt ist, glaube ich, etwas gekommen. Mhm. Ist das die gleiche? Ja. Auch gut. Wir geben dann ein bisschen. Ja. Auch wenn es keine Themen gibt für uns. Ja, sieht so aus, als wäre es das. Dann möchte ich mich nochmal bei dir bedanken für deine Assistenz. Danke vielmals. Danke dir vielmals für die Möglichkeit zur Assistenz. Und euch danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet. Ich entdecke mich nachher noch den einen oder den anderen, den ich irgendwie verpasst habe oder so. Das ist nie böse gemeint, aber es ist halt manchmal verzögert oder irgendwie technisch taucht es dann erst nachher auf. Wir versuchen das immer zu beantworten. Wenn wir es nicht schaffen, bitte sind uns nicht böse. Wir machen das sicher nicht mit böser Absicht, sondern manchmal geht uns halt etwas dann gleich unter. Ich wünsche euch gute Tage. Wir sehen uns, oder ihr mich, ich euch leider noch nicht, am Dienstag, kommenden Dienstag wieder am 8. Für die, die Schüler in unserer Schule sind, die kriegen einen Wochenend-Bonus-Clip von ihrem Instruktor oder ihrem Sifu. Und ja, übt doch das. Gebt auch da Feedback. Ich würde gerne in Kontakt mit euch sein. Ich habe gerne, wenn ihr euch meldet und wenn wir uns austauschen können. Ich finde, das ist wichtig und gut so. Natürlich freue ich mich darauf, wenn wir uns dann alle wieder live sehen können und uns wirklich in die Augen schauen. Das ist natürlich noch viel wertvoller. Trotzdem, so viel mal jetzt mal per Online. Danke euch vielmals und einen guten, schönen Abend.